Noch 3800 Erfahrungspunkte. Ich aktiviere Ghost Storm auf mein Zeichen. 3, 2, jetzt. Feindliche Signatur entdeckt. Verfolgung aufnehmen. Raker, es funktioniert. Ein Haufen Cats sind unterwegs. Wir ziehen uns zurück. Jetzt sind sie dran, Tempest. Wir sollten sie so nah wie möglich daran bringen. Die Werte sind enorm. Vielleicht eine Art Kontrollzentrum. Ich sehe keine Landestelle. Das wird schwierig. Wie schwierig? Ryder, ein Vorbeiflug ist unsere einzige Wahl. Ich gehe so tief wie möglich, aber Sie müssen über dem Zielgebiet aussteigen. Kein Problem, ich bin schon so oft irgendwo rausgefallen. Ja, ich habe von Ihrem freien Fall auf Habitat 7 gehört. Liam meinte, Sie hätten die ganze Zeit geschrien. Könnten Sie das diesmal sein lassen? Das ist nämlich peinlich. Okay, Sie kennen das. Achten Sie auf Ihre Sinkrate. Den Rest erledigen die Schilde. Es sieht gut aus. Die Cat haben uns noch nicht entdeckt. Was sich allerdings definitiv ändern wird, sobald wir da hineinfliegen. Und darum hasse ich Liam. Der Typ kommt nicht mit. Inoffiziell ist er nicht... Wir kommen schon klar. Bringen Sie einfach sich und die Tempest heil wieder raus. Verstanden. Unnötiges. Gibt's. Es gibt eine Schwerkraft. Geht's allen gut? Ich bin zwar alt, aber mein Panzer ist immer noch ziemlich hart. Wir müssen das Gebiet auskundschaften und rausfinden, womit wir es zu... Na toll! Wir hätten uns von der Tempest da drüben absetzen lassen sollen. Ah. Und natürlich. Erstmal Konsole. Pathfinder, ich bin bei der Interaktion mit dieser Konsole auf ein komplexes Netzwerk gestoßen, das durch eine Kommandozentrale verbunden ist. Eine Zentrale? Soll das heißen, wir haben das Kontrollzentrum von Meridian gefunden? Höchstwahrscheinlich. Es ist allerdings inaktiv. Lassen Sie uns sehen, was es mit Meridian auf sich hat. Zuerst sollten wir das Zentrum finden. Da geht's steil nach unten. Pathfinder, was wir dort sehen, ist die Kommandozentrale, die ich entdeckt hatte. Genau wie bei den Monolithen und Gewölben ist auch die Zentrale mit den beiden benachbarten Türmen verbunden. Wenn wir also die Türme aktivieren, aktivieren wir dadurch auch die Kommandozentrale. Wir könnten Meridian also jetzt sofort online bringen? Dann machen wir das doch und vergessen die Erkundung. Das wird den Cat nicht gefallen. Wir haben erlebt, dass bei der Aktivierung eines Gewölbes auch ein Reinigungsfeld aktiviert wurde. Vielleicht ist es in Meridian ja ähnlich. Sehen wir uns mal an, was wir bei diesen Türmen so finden. Pathfinder, durch die Interaktion mit dieser Konsole wurde ein Gravitationsschacht aktiviert. Puh. Erstmal nach unten. Sehen Sie sich diesen Ort an. Er ist einfach überwältigend. Pathfinder, ich empfange Funkinterferenzen. Ein Cap-Signal. Alarm! Das Signal war nur ein Köder. Keter Zero wurde infiltriert. An alle Einheiten. Konzentriert euch darauf, den Pathfinder unschädlich zu machen und gefangen zu nehmen. Keine Sorge, Kleiner. Wir lassen nicht zu, dass die sie kriegen. Jupp,
Sonderbare Relikt-Technologie. Weiß aber Anhofe nicht, für ich die eigentlich benutze. Könnte es sein, dass ein defekter Atmosphärenwandler diesen Platzregen verursacht? Hör sie auf zu jammern. Das bisschen Regen bringt sie nicht rum. Sei froh, dass es kein Säureregen ist. Dann mal los! Kette über uns! Wir sind völlig ungeschützt! Yep. Komm schon, echt jetzt? Yep, echt jetzt. Müsste der... Ah. Hey! Eine Kombo. Ja, bleibst du jetzt dort oder... Tot oder nicht tot? Nicht tot. Gut. Dann ist ja nur noch der Gesalbte, der sich... Jungs, bitte holt den mal bitte hervor. Ernsthaft. Treten Sie nicht in den Schlamm! Ja, das habe ich sehr schnell gemerkt. Warum ist hier eigentlich ein Schlamm? Und warum ist dann der giftig, wenn hier Regen fällt? Diese Säule kommt mir bekannt vor. Hier waren wir schon, oder? Nein. Irgendwie sehen hier alle Säulen gleich aus. Nee. Das Kabel geht nach unten. Aber was mir natürlich... Die kriegen Verstärkung. Oh, habe ich den eigentlich aktiviert? Nein, aber die Relikte helfen uns. Onkel und Henker helfen uns Relikten. Und mir geht die Munition aus. Okay, die Kommandozentrale. Als erstes sollten wir uns aber vermutlich diese... Welchen Weg wollen wir nehmen? Den, bei dem ich Munition kriege. Da ist live. Ah, sehr gut. Sam, was denkst du? Ich erfasse heftige Wirbel aus Geißelenergie. An ihrer Stelle würde ich mich davon fernhalten, Pathfinder. Oh, Behälter. Yeah. Dann... Das ist ein Labyrinth hier. Sind Sie sicher, dass wir hier noch nicht waren? Ja, hier waren wir noch nicht. Ich habe nicht mal Ahnung, wie sieht eigentlich... Okay, muss ich sowieso dort. Dann gehen wir halt zuerst einmal links herum. Ich empfange merkwürdige Werte von diesem Ding. Ja. Hinten? Ich geh trotzdem mal nochmal nachgucken. Wir dürfen diesen Reliktschleim nicht berühren! Ja, darum versuche ich ja auch auszu. Der Reliktschleim ist verbunden mit der Geißel. Darum ist er giftig geworden. Meine Güte. Aber die Geißel darf ich nicht. Sieht irgendwie eklig aus, oder? Ich registriere ein hohes Maß an Geißelenergie. Seien Sie vorsichtig. Was waren hier auch schon? Ja, das sind tatsächlich schon Cat. Die Relikte haben die Cat ganz schön platt gemacht. Das haben wir nicht verdient. Sehen Sie was? Ernsthaft? Nein! Ach komm jetzt! Scheiß Jetpack, echt?
Ein Sprung, ich fliege gleich runter. Ein Sprung, ich lande in einer Spalte. Will mich retten und springe in die... Wohin jetzt? Da dorthin, wo wir eigentlich hin wollten. Ist auch schon ganz schön aus der Puste. Ich empfange merkwürdige Werte von diesem Ding. Sam, was denkst du? Ich erfasse heftige Wirbel aus Geißelenergie. An ihrer Stelle würde ich mich davon fernhalten, Pathfinder. Das muss ein gewaltiger Kampf gewesen. Das ist ein... Die Relikte haben die Cat ganz schön platt gemacht. Sie hatten das vermutlich verdient. Ja, aber das hier ist ein Behälter. Mitschmieren. Jetzt wurden aber die Munition nicht aufgefüllt, oder doch? Ja, na Leute. Ja. Wo ist der Typ? Ja, was? Ich fange langsam wirklich an, diese Dinger zu hassen. Ich weiß nicht. Ich finde sie niedlich. Aber sie könnten aufhören, auf uns zu schießen. Ja, sie sind ja nicht verbündet. Reliktsignal geortet. Es könnte einen benutzbaren Netzwerkknoten in der Nähe geben. Okay. Einmal fertig machen. Dankeschön. Oh, eine Verwendung. Wie lange haben die Cat hier wohl gehaust? Lange genug, schätze ich. Man sieht aber noch darauf achten, wo ich hintrete. Na, ich möchte gern hier drauf, denn ich hätte gerne diese Überreste. Dankeschön. Munition gibt es hier keine. Ein Steuerpult, das außer Betrieb ist, weil ja alles zerstört wurde. Nicht in die... Pathfinder, wie es scheint, seid ihr zu blöde. Muss ich jetzt eigentlich alles noch einmal machen? Ach, leck mich doch. Welchen Weg wollen wir nehmen? Aha. Die Munitionsbacke ist auf der falschen Seite. Gut. Ja, die Geräusche mache ich auch. Ich dachte, wusste ich doch. 105 und 61 ist zu wenig. Sam, was denkst du? Ich erfasse heftige Wirbel aus Geißelenergie. An ihrer Stelle würde ich mich... Bla bla bla. Sieht irgendwie eklig aus, oder? Wie lange haben die Cat hier wohl gehaust? Lang. Lange. Die haben die Cat ganz schön platt gemacht. Sie hatten das vermutlich verdient. So. Ja, jetzt wartet. Was versteht ihr nicht unter warten? Weil die sollten zuerst einmal den Töten Sie den anderen Kerl! Ja, das war vorher noch jemand anderen. Ich fange langsam wirklich an, diese Dinger zu hassen. Ich weiß nicht. Ich finde sie niedlich. Aber sie könnten aufhören, auf uns zu schießen. So, der müsste dann jetzt irgendetwas öffnen für uns. Wenn ich mich nicht recht erinnere. Also, wo kann ich hier bitte reinspringen, ohne gleich zu sterben? Gehen wir lieber nicht zu nah ran. Ich empfinde äußerst eigenartige Energiewerte.
Pathfinder. Wie es scheint, wurde die Geißel in ganz Helios durch die Energiewellen aus diesen Kratern gespeist. Was auch immer hier passiert ist, war also verantwortlich für den Ausbruch der Geißel im gesamten Cluster. Ja, Pathfinder. Soll das heißen, die Reliktschöpfer haben die Geißel verursacht? Es könnte auch ein feindlicher Angriff gewesen sein. Ja, ich bin mittlerweile auch schon fast davon überzeugt. Warum? Abgeschossenes Kettschiff. Also haben die auch... Wo? Ah, eine verdammte Kanone. Na komm, die Kanone machen wir auch noch fertig. Schön gemütlich. Ein Schuss fällt noch. Schön, dass ich alles alleine wieder machen muss. Noch 10 Schuss. Gibt es hier Löcher? Nein, es gibt aber sehr viele Beobachter. Gut, das sind ja die kleinsten. Was immer das auch ist, wir dürfen diesen Reliktschleim nicht berühren. Ja, warum ist der auch schon wieder ein fucking Schleim? Echt? Mein Gott, kann ich denn eigentlich... Nein, kann ich nicht scannen. Mein Gott. Oh. Das ist ein Labyrinth hier. Sind Sie sicher, dass wir hier noch... Ja. Ja, ich bin mir sicher. Einmal Leben und einmal Munition. Sind ja auch schon bei der ersten Aktivierungsturm. Schau, Forschungssektor und Erkundungssektor. Erkundungssektor. Okay. Wow, das ganze Zeug hier muss irgendeinem Zweck gedient haben. Ich registriere geringe Energiewerte. Ich sehe die Leitung. Es gibt so eine Art Muster. Naja, Muster. Bohrabgleichungssteuerung. Also, wir haben hier schon mal ein gescannt. Das ist meiner. Da gibt es noch ein Relikt-Defrischierungssystem. Das kann ich erst dann aktivieren, wenn ich alles aktiviert habe. Heißt das also, dass ich... Also... Ich muss zuerst diese Konsole dort betätigen und dann, die, und dann wieder so ein scheiß Rätsel machen. Wow, ich glaube, das Ding ist Schrott. Können wir damit überhaupt noch was anfangen? Ach, kommen Sie. Ich bin mir sicher, ein paar der Dinge hier sind noch in Ordnung. Die Schäden an einigen Teilen des Systems verhindern eine Aktivierung. Können wir die beschädigten Bereiche umgehen? Das wäre möglich, Pathfinder. Ich verstärke die Trace-Signale. Auf diesem Ding ist so eine Art Glyphe. Sie passt zu dem Muster auf der Hauptkonsole, Pathfinder. Ja, also was? Wen muss ich zuerst aktivieren? Ah, was? Zuerst dieses. Ich kann mir das so scheiße gut merken. Also. Zuerst dieses Signal.
Sieht gut aus. Nur weiter so. Dann... Vielleicht könnten wir die Energie an den ganzen Schäden vorbeileiten. Dann war es das F. Oh, gute Entscheidung. Dann war es das andere, das wie ein F aussieht. So weit, so gut. Und jetzt, wenn ich das letzte betätige, kommen dann die Relikte. Ich glaube, das war's. Die Hauptkonsole sollte jetzt funktionieren, Pathfinder. Gut. Muss ich wieder ein... Provisorische Reparaturen sind abgeschlossen. Mal sehen, ob's funktioniert hat. Übersetze. Flugkontrollsysteme online. Willkommen, Administrator. Gleich so. Willkommen, Administrator. Unsere Reparaturen waren offenbar erfolgreich. Die Systeminstandsetzung hat irgendetwas in der Nähe reaktiviert. Ja, aber was? Jäger. Übersetze. Erkundungsschiffe in Bereitschaft. Das sind die ersten betriebsfähigen Reliktschiffe, die wir sehen. Sie sagt, sie empfängt keine Befehle des Meridian-Antriebs. Meridian-Antrieb. Sam, weißt du was? Die werden uns Ärger machen. Schicken wir die Schiffe drauf. Ryder, Sie haben zudem die Verteidigung der Relikte aktiviert. Ryder, ich habe einen Energiestoß auf den Scans entdeckt. Der Sektor, in dem Sie sind, hat geleuchtet wie im Karneval. Karneval, na klar! Musik und Spaß gibt's zwar nicht, aber dafür wird man beschossen. Was ist los? Sind Sie alle... Ich kann jetzt nicht reden! Das ist meine VI. Brandmunition. Ernsthaft? Der scheiß Schild, die decken sich gerade perfekt. Ach du Scheiße. Müssen wir das so machen. Perfekt. Mein Junge, explodierst du gleich? Nimmst du die anderen mit? Nein, offenbar nicht. So. Nein, nein, nein. Oh. Perfekt. Dann noch ein bisschen Munition. Sicherheitssystem ist aus. Wir sind hier fertig. Ich sehe nicht. Vermutlich fertig. Warten die Cat da draußen auf uns. Also bleiben Sie wachsam. Alles klar. Oh.
Und Kryo-Munition. Was habe ich denn eigentlich noch? Ich habe die 12 Raketenwerfen habe ich jetzt. Schild und tatsächlich Kryo-Munition. Na, fein. Fein, fein, fein. Jetzt werden die Cat draußen warten. Oder auch noch nicht. Torsteuerung. Da hat es noch Munition. Brauche ich eigentlich noch etwas? Oh, ich habe ja schon eine Menge gesehen, aber das hier ist echt beeindruckend. Aber Achtung, bevor die Zentrale aktiviert wird. Zentrale aktiviert wird. Ich wünschte, wir hätten nicht die Cat im Nacken. Ja, dann könnten wir uns hier in Ruhe umsehen. Tja, die Frage ist, wenn ich... Kann ich das hier... Die Cat von der Aktivierung Meridians irgendwie profitieren? Die Truppen des Archons sind schon seit Jahren hier und verstehen die Relikttechnik. Danke, komm, ich bin fahren. Dann müssen wir hier rüber hüpfen. Gut, dann müssen wir hier lang. Das sind ganz schön viele Verteidigungsanlagen. Kommt mir vor, als wäre an jeder Ecke ein Geschütz. Genau so muss es sein. Das ist mal ein Kampf! Demon. Ah, die Kroganische. Lassen wir das Geschütz noch ein bisschen arbeiten. Aber weil wir schon mal da dabei sind. Na komm. Wo ist denn der Mehlmoth? Verflucht! Da ist der Mehlmoth. Was suche ich da gerade zu killen? Ah, ich befinde. Zuerst den killen. Bitte schön. Es sollte eigentlich noch Kryo-Munition drin da. Jetzt ist er. Ja. Warum schießt die Kanone nicht mehr auf uns? Sehen Sie sich all die Lichter an. Können Sie sich vorstellen, wie es war, als alles funktionierte, als die Schöpfer hier waren? Und wie stellen Sie sich einen Schöpfer vor? Groß, leuchtend, vielleicht aber auch klein, dick und leuchtend. Klein, dick und leuchtend. Also wie ein radioaktiv Bolus. Ein radioaktiver Bolus. Und komm bei Fallout. Hier haben wir auch nochmal Munition. Brauchen wir aber gerade nicht. Nachladen. Gut. Da drüben ist dann Forschung. Feind. Feind. Yep. Hätten wir sowieso nicht durchgekommen. Was bist du? Datenmuster, Mitteilung. Verzichten wir auf weitere Nachfragen wie des defekten Klimaregulators. Okay. Oh. Brock, hier liegt noch ein paar Kollegen von dir. Wow, Pflanzen. Warum würde es hier liegen? Zuerst den Berufenen. Das wäre äußerst freundlich. Danke, hau drauf! Sehr gut, sehr gut. Kryo-Munition, nicht schlecht. Kann man die Pilze eigentlich? Nein, kann man nicht scannen, kann man nicht scannen. Dann stecke ich hier gerade fest. Uran.
Ernsthaft? Fehlt. Oh. Eine fremdartige Vegetation. Ist unklar. Jawohl, weil die Vegetation immer Wege findet, sich durch zu manövrieren. Du verhältst dich ruhig, dann lassen wir dich mal.